Servus ihr Lieben, ich habe heute eine Kooperation mit Panasonic und die haben mir ein kleines Paket geschickt und zwar eine richtig coole Mikrowelle mit Dampfgarfunktion. Deshalb machen wir jetzt Lachs mit Knickknacks-Kruste und Wasabi. Ihr braucht 2 Lachsfilets, 50 Gramm Semmelbrösel, einen Bund Schnittlauch, eine Knoblauchzehe, 60 Gramm Knickknacks, einen halben Teelöffel Wasabi und einen Schuss Zitronensaft. Zuerst nehmt ihr euch einen Bund Schnittlauch, wascht das und dann hackt ihr das Ganze fein. So, jetzt geht's ans Schälen der Knoblauchzehe. Dazu drücke ich immer mit dem Messer ein bisschen drauf und dann lässt sich die Schale ganz einfach lösen. Die Butter brauchen wir flüssig, das heißt, so gebe ich sie jetzt einfach direkt in die Dampfmikrowelle und dann geht's weiter. Jetzt sind die Knickknacks an der Reihe und die müsst ihr auch grob hacken. Also das wird jetzt ein Spaß. Ich versuche das jetzt hier mal auf dem Brett hinzubekommen. Rolling, rolling, rolling. Ich muss übrigens naschen. Leute, ich sag euch, es duftet so unglaublich nach Knoblauch. Butter. Ach, Knickknacks. Oh mein Gott. Ich freue mich schon so. Ich habe richtig Hunger. Falls ihr euch wundert, warum meine Küche heute so anders aussieht, das liegt daran, dass wir ein bisschen experimentieren wollen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, vielleicht für eine Hintergrundfarbe oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin offen für jeden Schabernack. So Leute, jetzt gebe ich die Knickknacks zum Schnittlauch und Knoblauch dazu. Ich brauche 50 Gramm von den Semmelbröseln, die wiege ich jetzt kurz ab. Da will ich jetzt nicht zu viel nehmen. Das vermenge ich jetzt, gebe die Butter dazu und natürlich nicht zu vergessen die Wasabi-Paste. Als erstes testen wir die Dampfgarfunktion der Mikrowelle. Dazu nehme ich mir meinen Lachs und lege den hier auf den Dampfgareinsatz. Und das kommt dann auf das Glaseinlageblech in die Mikrowelle. Jetzt machen wir Autodampf an und weil der Fisch noch gefroren ist, brauche ich Nummer 9. Also man kann das auch anpassen, je nachdem, ob der Fisch gefroren ist oder eben nicht. Und dann kann ich sogar noch das Gewicht angeben des Fisches. Das waren bei mir 200 Gramm. Let's go. Was ich gerade so cool finde, ist, dass ich mir nicht mal überlegen musste, wie lange wird das dauern, sondern ich gebe halt ein, okay, das ist gefroren, das wiegt so und so viel. Und schon sagt das Gerät für mich, wie lange es dauern wird. So, der Fisch ist dampfgegart. Das sieht gut aus. Den hole ich jetzt mal raus und dann kommt da die Panade drauf. Die Auflaufform zuerst einfetten. Ich mache das immer hier direkt mit der Butter. Den Fisch lege ich in die eingefettete Auflaufform. Und jetzt kommt da die Panade drüber und die soll ja richtig schön knusprig sein, also diese Kruste. Und deswegen grille ich sie jetzt noch mal kurz in der Mikrowelle. Ich grille jetzt auf der höchsten Stufe bei 1300 Watt, damit es schön schnell geht und schön braun wird. Oh, das duftet. So. Da träufle ich jetzt noch einen Spritzer Zitronensaft drüber. Zum Lachs möchte ich mir jetzt noch ein bisschen Gemüse machen und weil der durch das Wasabi so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, mache ich ein paar Sojabohnen, Sojasprossen, Champignons und Karotten. Die Karotten schäle ich, dann schneide ich sie in Scheiben. Die Champignons schneide ich ebenfalls in Scheiben. Das ganze Gemüse lege ich dann auf den Dampfgareinsatz und auch das wird einfach und gesund dampfgegart. Und rein damit! Das Ganze könnt ihr noch mit Sesam bestreuen und ein wenig Sojasauce drüber gießen und fertig ist das Dampfgargemüse. Der Duft ist schon herrlich. Jetzt geht's ans Probieren. Bin schon ziemlich gespannt. Mmh, genial. Boah, das ist so gut. Knoblauch, Hauch von Wasabi, so eine leichte Schärfe. Der Lachs ist einfach so richtig schön saftig geblieben. Das könnt ihr richtig gut kombinieren mit Reis oder Nudeln. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von den unterschiedlichen Funktionen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu der Dampfgar-Mikrowelle, dann klickt unbedingt hier und unter dem Link in der Infobox. Und hier kommt ihr zu einem anderen coolen Video. Vielleicht sehen wir uns da gleich. Erst hier, dann hier und bis gleich. Bussi, Baba!